Fröhliche Weihnachten und der ganze Neujahrscheiß und so und herzlich willkommen zur schon, wenn ich mich nicht vertun, zur 39. Episode von Let's Play Your Day Minecraft. Und wir befinden uns hier in unserem guten alten Leuchtturm mit unserem Leuchtschein und unserem Hund, der hier, glaube ich, hochgespawnt ist oder so. Weiß auch nicht mehr. Und wir haben eine Mission, denn wir müssen noch was fertig kriegen und diese Folge steht quasi seit langer Zeit, soweit ich mich erinnere, mal in einer alten Tradition dieses Let's Plays. Und zwar ist diese Folge nachts aufgenommen. Manche würden sagen spät nachts, denn so war 1.43 Uhr, obwohl mir 42 lieber gewesen wäre, ist tatsächlich keine frühe Zahl mehr. Aber spät ist beim unserem Geschlecht eh was anderes, deswegen darüber müssen wir nicht philosophieren. Doch tatsächlich ist heute eine fragwürdige Nacht, denn meine Rollladen sind runter und ich weiß nicht, wie das Wetter draußen ist. Es schneit heute Nachmittag. Uns mangelt es an Erde und an Kreativität, eventuell auch zumindest für unser kleines beschränktes Bauen. Wir müssen noch ein Kiespfad verlegen und noch ein bisschen die Welt pflegen, wobei ich das offline machen werde. Darauf fällt mir jetzt kein dummer Reim mehr ein. Ja, auf jeden Fall heute mal wieder ohne Kiki, ganz in der alten Let's Play A Day Tradition, mit gerade mal 22 FPS, was natürlich auch wieder viel zu wenig ist, aber ich habe jetzt mal so viel zugewiesen, wie ich für richtig halte, deswegen muss schon passen. Außerdem ist ja was weg, genau, denn meine Baumplantage ist weg. Die habe ich nämlich in Holz verwandelt. Eigentlich wollte ich das spektakulär mit der Timber-Mod machen, ins Video einbauen, irgendeine Folge. Doch die Timber-Mod ist momentan leider nicht für die aktuelle Version bei mir verfügbar. Ich dachte, der Code steht irgendwo da unten links, aber okay. Naja, auf jeden Fall lassen wir das dann mal lieber. Ich habe es jetzt manuell gemacht, das Holz ist da hinten irgendwo drin, daran mangelt es uns jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und hier unten sind noch die Fackeln drin, die ich nicht abbauen möchte, da ist das System eigentlich ziemlich gut gelungen finde. So, gut, dass ich mir gemerkt habe, wann wir aufgenommen haben, angefangen taten, denn tatsächlich muss ich etwas auf die Zeit gucken. Es werden etwas neuere, etwas längere Folgen werden wieder. Das freut mich. Tatsächlich etwas. Denn längere Folgen hatten wir jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht. Das hatte auch seine Gründe und das gefiel mir auch ganz gut. Doch jetzt finde ich, halt die Fresse, Speicher, ist es doch mal ganz angebracht. Und meine Fresse, ist der Sound hier laut. Immer noch zu laut. Ich möchte es so... Ja, so 5. So ist gut. Wir brauchen nämlich Erde und ich möchte auch möglichst vermeiden, halt die Klappe jetzt. Ich passe schon wirklich gut auf, dass die Aufnahme nicht abbricht. Das wäre nämlich sehr schade jetzt, aber es gäbe auch keinen richtigen Anlass dafür. Wir suchen hier jetzt nämlich gerade eben wahllos nach Erde und ich möchte möglichst die Welt in ihrer Natur belassen, weswegen es wahrscheinlich ganz darauf hinausläuft, dass wir mit viel zu wenig Erde zurückkommen. Aber ich versuche jetzt auch von der Erde loszukommen und möglichst wenig mehr mit Erde zu arbeiten, aber naja, man bekommt halt eben nie, was man will, ne? Nö. So, ich lasse jetzt auch mal diese hässlichen kleinen Löcherchen, aber Erde ist halt eben bei mir so eine Sache, ich möchte sie nur ungern abbauen, gerade in so schönen Gegenden wie denen hier, aber sie bieten sich halt eben so gut an. Und ich möchte jetzt auch nicht wieder so Erdtunnel machen, obwohl ich jetzt gerade echt versucht bin, hier in die Wälder zu gehen und da was abzubauen, aber die finde ich halt auch so schön, die Wälderchen. Naja, ich bin generell gerade etwas, unschlüssig, weil ich überlege, über was wir quatschen könnten, denn es bietet sich da ja jetzt schon so einiges an. Zur Zeit ist ja viel passiert, es gab neue Konsolen, die gelauncht sind, es war Weihnachten, aber dazu sage ich jetzt nichts. Es wurden viele Skandale gebracht, einen der größten und der mich momentan tatsächlich noch am meisten beunruhigt, ist tatsächlich ganze YouTube-Urheberrechtssache, die ist in Deutschland irgendwie gar nicht so akut. Also ich merke jetzt also kein richtiges Entrüstungsvideo von vielen, außer von Behind die David und ein paar anderen. Was ich irgendwie auch ein bisschen fragwürdig finde, weil an sich besorgt
sorgt mich das. Ich mache mir Sorgen darüber, wie sich das dann auf die Zukunft der Let's Plays und so auswirkt. Und ganz ehrlich, bin ich der Meinung, dass YouTube sich mal getrost ins Knie ficken kann. Denn diese ganze Politik, die YouTube seit einer ganzen Weile offen hat, ich warte ehrlich gesagt oder ich hoffe inständig darauf, dass es irgendwann so kommt, dass, ja, ich weiß nicht, eine andere Plattform ist ja so gesehen nicht möglich, dass man, dass eine andere Plattform eröffnet wird, auf der derselbe Content geboten werden kann, obwohl das natürlich auch der logische Schritt danach wäre irgendwie. Also, dass es irgendwie eine Plattform gäbe, die genauso funktioniert wie YouTube, aber halt eben in gut und nicht in Scheiße, wie YouTube jetzt halt eben gerade nur mal sehr gerne ist, nämlich brutal Scheiße. Weil irgendwie alle hassen YouTube und YouTube tut nichts für ihre User, für dessen User. YouTube klingt immer so weiblich irgendwie, die YouTube. Also, ich finde das richtig negativ und ich bin da echt momentan ziemlich mit mir am Ringen, wie ich darauf in Zukunft noch reagieren will, aber das ist ja auch dann meine Sorge. Ach Gott, ich bin verwirrt. Deuten wir jetzt nur mal hier kurz was an, das mache ich erst später. So. Wird es dann doch wieder zur Erde? Ja, eigentlich wollte ich das später erst hinzufügen, fällt mir gerade ein. Naja, auf jeden Fall, diese ganze YouTube-Sache besorgt mich, sorgt mich. Ah, mein Deutsch ist kaputt. Ja, wie in alten Zeiten, ne? Ich mache mir ein paar Sorgen drum. So. Auf jeden Fall spielen wir wie gehabt mit dem alten Texture Pack und so. Ich finde das momentan noch ganz in Ordnung und reizvoll und auch wenn ich gerade nicht mehr so im Zelda-Modus bin, sondern gerade viel zu viel mit Sachen beschäftigt bin, ganz angenehm und auch sehr angemessen. So, in etwa. So. So, ich muss. Mal schauen, dass das nicht zu übertrieben wird. Doch, das geht. Das ist vollkommen legitim. Das finde ich in Ordnung. Ja, mir ist bei Minecraft in letzter Zeit ziemlich was aufgefallen. Beziehungsweise irgendwann heute, glaube ich. Oder jedenfalls ist es nicht lange her. Und zwar hat Minecraft so ein bisschen ein Problem bekommen in letzter Zeit. Und zwar, das ist intelligentes Bauen. Scheiße, setzt halt eben voraus, dass man Platz spart und dadurch auch halt eben eng baut. Und das ist das große Problem, was Minecraft in letzter Zeit hat. Scheiße. Ja, halt die Fresse! Das Problem, was Minecraft gerade in letzter Zeit hat, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept raus. Das regt mich jetzt so richtig auf. Boah, ich muss ein paar Monster schlachten, dass ich wieder ruhig bin. Ist einfach kurz und bündig gesagt, dass, wenn man effektiv baut, man halt eben platzsparend baut. Und das macht ziemlich viel hässlich, wie ich finde. Denn gerade das war das Schöne und Angenehme und das, was an Minecraft so beruhigend war, war die Weitläufigkeit, halt die Fresse, die PC. Dass man halt eben wirklich so viel Platz hatte. Ja, jetzt geh mir nicht auf die Nerven, du Kack-Oma hier. War halt wirklich, dass man so viele Möglichkeiten hatte. Ach Quatsch, ich bin jetzt komplett raus, Leute. Ich schneide es gleich nochmal an. Ich muss jetzt erstmal kurz alle Monster hier kaputt machen. Also ihr seht, heute war ein sehr anstrengender Tag, zumindest konzentrationstechnisch. Ich bin nicht mehr ganz so auf der Höhe und wie weit wittert der mich und warum fängt der nicht an zu brennen, die Schlampe? Meine Fresse, die Monster sind heutzutage auch nicht mehr das, was sie mal waren. Unfassbar. Oh ja, unfassbar. So. Also, worauf ich hinaus wollte, um nochmal ganz in Ruhe alles zu sagen, Minecraft ist ein weitläufiges Spiel. Und wir bauen jetzt mittlerweile alle so eng und unsere Festungen auch wie diese hier und es fällt mir echt schwer. Aber ich bin noch nicht sicher, ob ich diesen Gedanken hier mit dem Bahnhof auch wirklich umsetzen will. Oder ob ich den Bahnhof nicht extern bauen will, weil das wäre halt auch schön, alles in einem zu haben. Aber andererseits ist ja gerade das Schöne an Minecraft, diese Weitläufigkeit, dieser Nebel in der Ferne, diese Biome, die sich halt eben so überschreiten. Aber dadurch, dass halt eben nicht so viel enge Bäume stehen oder nicht so viel Enges ist, das alles so natürlich wirkt. Und Minecraft wirkt halt auch so natürlich und ich weiß nicht. Also ich möchte möglichst meine Welt weiter bebauen, aber sie jetzt auch natürlich aussehen lassen. Ich denke,
um jetzt mal nur durch die Gegend zu laufen und zu reden, was den Spielfluss natürlich unnötig in die Länge zieht. Ich denke, dass es ziemlich gut wäre, wenn ich, oh Mann, Leute, ehrlich, also ich denke, dass ich diesen Bereich hier um das Häusl und so herum ganz klassisch lassen werde, aber den ganzen Kram abseits hier im Natürlichen bebauen werde. Also das hier werde ich in einem bestimmten Rahmen einrahmen und dann noch als geschlossene Feste quasi machen aus Holz und so. Aber das kommt ja alles noch. Naja. Wo? Also, wenn jetzt hier wieder irgendwas hier drin gespawnt ist, ich tick komplett aus. Brav. Die sind jetzt aber auch heute wirklich irgendwie aggressiver, habe ich das Gefühl. Und die Musik passt gerade gar nicht. Das sage ich in letzter Zeit immer häufiger. Aber ich mache größtenteils einen Fehler und besorge mir dasselbe Zeug, was auch Gronkh benutzt. Und wie gesagt, es ist ein Fehler, dass ich dasselbe Zeug benutze, was auch Gronkh benutzt. Denn das sorgt leider ganz stark dafür, dass bei mir nicht mehr so viel läuft. Aber die FUBAR oder wie auch immer sie heißt, ist halt eben ein scheinbar guter Media Player für Audio. Und das habe ich auch gerne geglaubt, weswegen ich etwas traurig bin, dass er doch nicht so gut ist. Aber er funktioniert besser als Windows Media Player und VLC Player ist bei mir kaputt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ein guter Media Player ist. Ich bin da irgendwie zu dumm für. Also ich will gar nicht so oft meinen Geheimgang benutzen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber wenn sich das immer noch weiter so anbietet hier, dann wird das wohl darauf hinauslaufen, da ich häufiger meinen Geheimgang hier benutze. Aber wie gesagt, dieses Haus ist ja auch noch lange nicht fertig, deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit. Nö. So, ich bin gerade am Überlegen, was sich noch so machen lässt. Also ich schaue mir jetzt, genau, das ist eine gute Idee. Nee, das mache ich jetzt natürlich nicht. Oh Gott, meine Rüstung ist kaputt. Ich muss mir neue Rüstung machen. Warte mal. Schöne Scheiße, das war das Wichtigste. Das hatte ja diese... Obwohl, das hat auch noch Dornen. Gut, dann habe ich wenigstens etwas, was Dornen hat dabei. Diese Dornenfunktion war mir nämlich sehr, sehr wichtig. So, 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 so. Oh, schnell, schnell, schnell. Beeilen, 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 beeilen. Schön. Fledermaus. Ich habe schon ewig keine Fledermaus mehr gesehen. Ich glaube, das Texture Pack hat keine Fledermaus-Texturen. Oh, ist das laut. Ah, Sekunde, tut mir leid. Bim, 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 bim. Wir benutzen wieder das böse Too Many Items, denn ich muss auch mal wieder kurz fliegen gehen. Und mir hier kurz was ansehen. Aha. So böse Buben. Also ein paar Feinschliffs gibt es dann hier doch noch zu machen, wie ich finde, aber ansonsten. So, das wird jetzt noch durchgeführt. Ja. Da wird eins weggenommen. Das hier vorne muss ich auch mal begradigen. Das sieht ja mittlerweile echt hässlich aus, finde ich, dieses Ding. Und das hier tue ich mal irgendwann im Kreativmodus umändern. Das wird sich dann aber bald noch zeigen, okay. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Jetzt weiß ich auch, woher die Zeit nicht kam. Okay. Also erstmal, hier sind wieder böse Buben. Ich dachte, ich hätte hier alles angemessen abgeleuchtet. Und was ich außerdem noch viel, viel mehr dachte, war, dass diese verdammten Viecher nicht auf Holz spawnen können, hieß es doch immer. So. Ich tue jetzt ein paar Creeper verarschen. Meine Onkels gehen mir schon lange genug auf die Nerven. Mö. Zum Fick. Okay. Warum wittern die mich auf die Distanz? Wittern die mich jetzt ernsthaft? Gott, ich bin von Verrückten umgeben. Das geht doch gar nicht. So, es wird jetzt ein Headshot. So, das wird jetzt ein Headshot.
Headshot, Ende. Wenn ich sage, das wird ein Headshot, dann wird das ein Headshot. Seht ihr, muss nur ein bisschen konsequenter reden. Okay. Gut, also als erstes muss ich das hier mal sauber machen. Puh, das war knapp. Ich war schon etwas in Sorge. Das ist auch unheimlich altes Zeug hier, aber was soll's. Und da geht's irgendwo die Welt runter, das weiß ich noch. Das Ding ist so eins der Sachen, die ich irgendwann mal ganz alleine im Kreativmodus in weiter Ferne begradigen muss, aber dafür bin ich jetzt leider nicht imstande. Da fehlt mir einfach die emotionale Stärke für. Viel, viel wichtiger ist jetzt allerdings auch hier von der Begradigung. Wird aber nicht schwer, denke ich. Hoffe ich. Wird schon. Kann der nicht gerade eben schon? Ich bin verwirrt. Wie immer. Ah ja klar, da fehlt es. Das ist etwas nackig hier. Das wird schon. Na, freust dich, Schaf? Freust dich? Ich weiß. Komm mal her. Komm her. Na, komm. Also ich glaube, ich bringe mich auch bald mal um. Ich verkrafte das nicht mehr. Da will man einmal liebevoll zu seinen Tieren sein und schon sterben sie alle. Ich verstehe das nicht. Diese bösen Tiere, die haben mich nicht lieb. Oh, ja, Experience Points, die ich eigentlich verdient habe, aber scheiß doch drauf. Ich muss jetzt eh mal kurz nach etwas Bestimmten gucken und... Och man, jetzt wollte ich euch die schöne Weihnachtstextur zeigen, jetzt haben wir aber den 27. Jetzt ist die Weihnachtstextur weg. Stimmt, wenn ihr das Video sieht, dann ist eh schon kein Weihnachten mehr. Okay, keine fröhliche Weihnachten. Ich begradige jetzt trotz all dieser Konflikte trotzdem nochmal schnell das, was da hinten problematisch war. Okay, ich brauche genau zwei Sachen. Ich brauche einmal das hier. Weh, du brichst die Aufnahme ab. Ich trete dich. Irre ich, wenn ich noch etwas anderes brauche? Ich brauche nämlich noch Melonensamen. Ich habe keine Ahnung, wie Melonensamen den Texture Pack aussehen. So, sie heißen Kerne. Kerne, das klingt ja voll unerotisch. Melonenkerne. Oh Mann. Das Nivea singt und singt und singt. Also... Hey, ho, ey, hier. Unmöglich, ne? Immer diese komischen Latz-Player. Diese unfreundlichen, muss mal kurz abgucken gehen, wie ich das gemacht hatte. Also da, okay, jetzt weiß ich wieder. Jetzt habe ich intelliklugt. Ich bin Pro Gamer. Ich bin der Minecraft King. So glaube ich zumindest, dass man ein Feld mit Kürbissen bzw. Melonen macht. Sind Kürbisse und Melonen eigentlich verwandt? Ich sage jetzt mal ja. Hä, das sind doch hier. Ist es etwa? Das ist doch Wasser. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist was kaputt. Da ist Wasser. Scheiße. Damit der Arschwichshure. Das ist etwas zu groß gemacht. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Warte. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt nur 1, 2. Ach, ja klar, ich bin ein Idiot. Bitte schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ich was falsch baue. Passt etwa nicht auf oder guckt ihr nicht zu? Ich glaube, jetzt weiter ist. Obwohl mittlerweile gucken ein, zwei Leute mehr zu. Freue ich mich drüber.
Das sind dann auch nur ein, zwei Leute, aber das ist nicht mehr schlimm, denn ich habe jetzt einen Plan. Ich bin ein Macher. Ich habe mir gestern Pain and Gain angesehen. Ich bin ja eigentlich mittlerweile nicht mehr so der Michael Bay Typ. Ich war ja früher mal total der Transformers Fanny. Boy. Jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen, oder? Aber ich finde auch Transformers immer noch ganz gut, aber jetzt gibt's ja Pacific Rim und Pacific Rim ist halt einfach wesentlich geiler. Deswegen, ich halt einfach gerade im Zwiespalt bin. Ja.